So, dann haben wir hier einmal 20 Attacken. Die ersten 20 von 40 machen wir in zwei Etagen. Auf die 4, auf die 4. Iba, ha? Das ist nicht schön. Das ist blöd. War das eine 6 oder war das? Nee, das war 5 Stück. Ich habe nur 5 gesehen. Nee, das müssten auch nur 5 gewesen sein. Dann auf die 4. Sind wir schon mal bei 3 Stück. Ich gehe mir mal 3 zur Seite, alles klar. Weißt du, was mir gerade einfällt, Carsten? Das sind insgesamt 41, weil mein Schiffer, ne, mein Seneschall. Dann würfeln wir jetzt 21 Würfel. Auch wieder auf die 4. Die noch raus. Oh, sieht aber besser aus. Das sieht tatsächlich besser aus, das freut mich. Ich finde es immer so verwirrend. Ich denke bei den Graveguards immer, die haben nämlich auf die 6en, bei einem Verwundeten machen die mehr Schaden. Die dann nämlich einmal schön verdoppelt. Aber das sind ja nicht die Graveguards. So, 6 nochmal. Dann haben wir nochmal 7, mein Freund. 7 sogar. Ja, 7. Ich habe nur 6 gerade gesehen. Dann sind wir bei 9 Stück insgesamt. Du kriegst 3 tödliche. Und ich habe noch 2 verloren. Ja, dann. Beziehungsweise ich habe 5 Lebenspunkte. Einer geht dann drauf und einer hat dann 2. So, was wir auch richtig gesagt haben. So, dann sagst du 3 tödliche? 3 tödliche wegen den 6. Dann genau. Haben wir erstmal mein schönes Banner. Das ist einmal nix. Und dann den todlosen Diener auf die 5 plus. Sind wir bei 2 Toten. Tudum. Tudum. Dann darf ich aktivieren. Ich nehme meine 3 Ogre da. Das sind 3. Ach, guck mal, ich habe sogar 10 Würfel direkt in der Hand. Passt. Ja, das läuft. Das kriege ich noch hin. Mit 10 Würfeln geht das alles. Auf die 4. Einsen. Super. Wiederholen. Nö. Oh, direkt nur eine 4. Du Glückskeks. Oh. Auf die 3. 3 Stück. 3 Stück. Kein Rent. Kein Rent. Dann haben wir einmal einen. 5er Safe. 5er Safe, ganz genau. So, ist dann schon mal einer gesaved. Dann haben wir einmal die Standarte auf die 6. Ist dann einmal nix. Und dann todloser Diener auf die 5. Auch einmal nix. Noch 2 Tote. 4 Tote. 4 Tote? Zwei immer noch 2 Schaden. Also 2 Schaden pro Dings. Dann nehmen wir den Freund. Der stört mich dann nämlich. Jetzt geht's los. Die. Die. Und die. Wir standen ja ein bisschen weiter hier oben. Hier oben. Bleibt wieder oben stehen. Er bleibt da stehen. So. Dann darf ich ja aktivieren. Jo. Und dann peile ich nämlich erstmal mit meinen 3 Black Knights 3 Zoll weit rein. Der Freund kommt dort an. Und der schiebt sich hier mal so ein bisschen durch und ist dann auch mit Mühe und Not noch innerhalb der Reichweite. Das geht ja flott mit den Würfeln. Da braucht man Spaß. So, dann haben die liebe Freunde, der Cheffe mit dabei. 6 Attacken auf die 4 auf die 4. Das sieht doch schon mal entspannt aus. Und dann nochmal eine 4 plus. Ja, schön. Gleiche wie gerade, ne? Die haben auch nur 5er. Okay, hat er noch 2 Lebenspunkte. Dann haben wir dann auch nochmal 10 Pferdkes, die mit rein donnern. 5 Pferdkes. 5 Pferdkes. Ja, aber die haben 2 Attacken. Ja, aber dann hättest du 20 Attacken. Oho. Schön wär's dann. Ja, dann hättest du noch mehr Freunde auf dem Tisch. Ja, du, Freunde kann man nie genug haben. Auf die 4, auf die 5. Alter Schwede, ey, das sind echte Killerpferde. Die Pferde machen irgendwie mehr als... Du weißt, dass die Pferde gerade nicht verwundet haben. Na und? Aber jetzt, 2-mal. Ja, 2-mal. Ja, scheiße, ist einer tot. Ja, das sind richtig brutale Pferde, meine Freunde. Ich aktiviere die Ogre. Ja. Der Cheffe schlägt auf den Trupp drauf. Auf die 3. 2 Stück. 2 Stück, kein Rent, also nee. Auf die 5. Einer, dann haben wir einmal das Banner. Ja. Schade. Das wäre wichtig gewesen. Und der andere schlägt auf den oberen Trupp drauf. Hm. Schön, dass ich einen hab. Es sei dir Alter. Es sei dir Alter. 3 Stück. Ja, 5 plus. Läuft. Hm. Dann 6 plus. Jawohl.
Das, ja, ne? Alter. Ich will es ja mal gesagt haben, aber jeder kennt das Filmzitat, was tot ist, kann niemals sterben. Okay. Was mache ich denn dann als nächstes? Nach Hause gehen. Nein, das mache ich erst ein bisschen später. Ja, wir haben da noch sowas vor. Das aktiviert, dann aktiviere ich mal hier vorne die Skelettfreunde. Da haben wir jetzt dann entsprechend nur noch 14 auf dem Feld stehen. Davon haben wir noch ein bisschen was, was nachziehen kann. Dann rutscht der hier nochmal schön hier mit rum. Das heißt, ich mache die 4, greifen deine restlichen beiden Man-Eater an. Ach, da steht noch einer zwischen den Fähnen, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich habe mich schon gewundert, wie kommt der auf 4? Da und da. Ah, okay. Ne? Genau, mit Chef sind wir bei 5 Attacken. Auf die 4, auf die 4. Das ist schon mal schön. Und dann nochmal einen. Sind 2 Stück. Ein Lebenspunkt nur. Immerhin. So. Und dann hatten wir die 4. Das heißt, wir haben noch 10 Stück dort. Auch auf die 4, auf die 4. Irgendwie sind meine Skletter heute gut drauf. Läuft auf jeden Fall. Ja. Oder auch nicht. Ich hätte nichts sagen dürfen. Zu spät. Talate. Ich aktiviere. Habe ja nur noch die. Deine Man-Eater, ne? Ja. Worauf willst du? Auf deine. Ich kriege auch mehr weg. Ich nehme deine normalen Skelette. Ja! Nicht meine Skelette! Doch, ich gehe auf deine Freunde. Ja. Bleib hier. Auch wenn es ist. Hier. Auf die 3. Einsen darf ich wieder. Mhm. Läuft. Auf die 3. 6 Stück. 6 Stück. Rent. Minus 1. Minus 1. Dann habe ich nur den 6er Safe. Hast du gar keinen Safe. Stimmt. Ich habe nur mein Banner und den todlosen Diener. Also erst auf die 6. Das ist schon mal einer. Dann jetzt auf die 5. Sind 4. 8 Tote. 8 Tote. 2 Schaden. Das ist nicht so schön. Wen nehmen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das ist schön. Dann habe ich nämlich jetzt gleich freie Bahn für meine Brave Guards. Die gerannt sind. Die gerannt sind. Die, wir sind ja auch eh schon in der Nahkampfphase, heißt, die hätten ja sowieso. In 3 Zoll. Darf man immer aktivieren. Nicht, wenn sie gerannt sind. Das ist. Ich muss auch das Gesicht haben. Ich sollte nicht nur so ein bisschen von der Wand und von deinem Körper machen. Ich kann noch das aktivieren wegen dem Zauber und die kann ich auch. Der Zauber ist nicht durchgegangen, du hast eine 4 gewürfelt. Tatsächlich, aber die kann kannst ich noch du aktivieren. Noch aktivieren. Ja, was haben wir denn da alles schön in Reichweite? Warte mal, der war. Möchtest du in Ruhe erstmal peilen? Weil ja, du kannst auch ein paar Modelle so 3 Zoll. Das ist richtig. Ich komm peile mal wieder. So, dann bin ich mit 12 Skeletten da noch im Nahkampf drin. Der Chefe leider nicht. Weil es ja noch mehr als 20 sind, kriegen die noch einen Attacker da drauf. Das heißt, 12 mal 2 bin ich bei 24. Auf die 4, auf die 4. Das ist diese. Ja, das geht aber. Das eigentlich noch ganz schön. So, dann auch wieder auf die 4. Zack, 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 zack. So, dann sind wir bei 7 Stück, bitte, Carsten. 3, 3 und 1. 1, 2, 3 gesaved, einer geht drauf und einer hat noch einen Lebenspunkt. Ich nehme. Na, ich muss ja den wegnehmen, weil ich den ja angeballt habe. Und der andere hat noch einen. Mhm. Ja, schmeiß mal ungefähr hin. Das ist ja, legen wir hier einfach so dabei. Jo, dann haben wir auch eigentlich alles aktiviert. Dann kommt jetzt mein Zug. Bravery Test haben wir komplett vergessen. Ich mach meinen. 4 plus 3 ist tot, ja. Okay, eins, wo ich. Ah ne, da habe ich auch noch einen verloren. Aber die müssten. Ich schmeiß erstmal. Ja, wenn auch 6, wenn die 100 pro haben, also 5 wäre ich gekommen. Genau, dann musste ich hier. Er ist. Weg. Ha, meins ist nicht umgefallen. Dann muss ich für meine Skelette dann auch nochmal eben würfeln. Hier sind ja leider 12 Stück draufgegangen. Ja, das heißt, 12 plus 5 sind 17, das heißt, das sind dann quasi nochmal. Du hättest 10, weil ich einen Brüller noch drumherum genau, stelle, kriegst du minus 1, also 9, 8 gehen drauf. Das heißt, der ganze Trupp. Du hast noch 8 stehen. Ja, ich sortiere die dann mal eben da raus. Jo, und dann kommen wir zu meiner Farbe.
Oder haben wir jetzt noch was vergessen? Überlegen. Nee, dann ist deine Phase. Dann ist meine Phase, okay. Mhm. Meine Heldenphase, was wir gerade vergessen haben, Tom hat schon 2 Punkte. Genau. Das hat man jetzt vergessen zu sagen. Abstand. Weil Abstand ist zu weit, hast keine 2 Punkte mehr. Nein, das passt noch. Ich habe mehr als eine Einheit in Höhe von 6 Zoll. Und so. Ja. Gleiches Spiel bei mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, auch Mitte. Auch Mitte, sehr schön. Gut, hatte ich mir den Punkt schon erledigt hatte. Wunderbar. Dann machen wir sofort die Generalsfähigkeit. Genau. Für Tyron selber. 1 Zoll, ja. Und für das, Sundertast auch 1 Zoll. Mhm. Wie gesagt, das ist 6 Zoll. Nehme ich den. Ja gut, ich könnte ihn ja ranziehen. Ich müsste nur 6 haben. Okay, ich weiß schon, was ich mache. Ich ziehe den 1 Zoll zurück. Zack. Und ich gehe mit den 1 Zoll vor. Dann komme ich schon zur Bewegungsphase. Mhm. Gehe mit ihm den 1 Zoll, dem noch viel zurück. Dann nehme ich nämlich noch immer einen Schussreichweite. Hm. Drin. Mhm. Ich gehe bis auf 3 Zoll an die ran. Mhm. Und dann komme ich schon zur Dagger-Phase. Dagger. Tyrant schießt auf deine Ritter. Nein! Auf die 4. Bleh. Das sind 2. Der 2, also nur einer. Und auf die 3. Jo, Rit minus 1. Rit minus 1, das heißt, meine Ritter haben einen 6er. Korrekt. So. Nein. Dann haben wir einmal die Standarte. Nein. Und dann todloser Diener. Jetzt auch nochmal eine 5, bitte. Und eine 3 natürlich. Dann wie viel Schaden? 3. Das heißt, einer ist kaputt und einer hat nur einen Lebenspunkt. Wir nehmen den Musiker. Der ist eh unnötig momentan. Und setzen dann den einen Lebenspunkt an den Kollegen hier. Schießen die beiden auch sofort rein? Ja, auch wie auf die Black Knights? Jo. Mhm. Ja, oder auch nicht. Auch auf die 3, auf die 3. Oder die hätten auf die 3, auf die 3 getroffen. Mein Thundertast. Ich sag Frostatem auf deinen... Red King? Ja, Red King. Ja, ich nehme es einfach mal auf die Skelette. Trifft nicht. Ach, Frostatem, der mit 6 Schaden auf die 2, hat eine 1 gewürfelt. Yay! Jetzt mache ich da Falscher, genau, Blatt. Genau. Falscher, ich nehme genau King und du nimmst deine Skelette. Die, ja. Die. Jo. Dein Ziel? Mein Ziel, eine tödliche. Eine tödliche. Dann die 6 Plus Banner. Jo. Und die Harpune schieß ich. Die haben 4er Safe, die haben. Oh, die kriegen alle kriegen besseren Safe. Auf die. Graveguard. Genau. Boah, ich sollte mir echt die Namen merken. Auf die 4. Ja. Auf die 3. Jo, kein Rent. Kein Rent? Kein Rent. Dann einmal auf die 4. Auf die 5, genau, die haben ja keine Schilde. Einmal nix. Dann haben wir das Banner, weil die noch in 9 Zoll Reichweite sind. Und das Banner hält schon mal nichts, aber eventuell der todlose Diener, der hält. Ja, dann sage ich einen Charge an. Mhm. Mit dem Standard-Tast? Ja. Sind 6 Zoll, komm ich rein. Ah, wird eng. Gerade so. Klatsch. ich aktiviere ihn auch als erstes. Okay. Und ich muss erstmal die Werte nachgucken. Dann machen wir das. Ich fange an mit den Ogertritten. 6 Attacken auf die 4. Sauber. Auf die 4. Keiner. Mhm. Thundertast hat 4 Attacken auf die 3. Alles klar. Und auf die 2. Einer. Einer. Kein Rent? Rent minus 1. Rent minus 1, also auf die 6. Nein. Dann das Banner, weil die auch noch in Reichweite sind. Das war die 2, also auch schon mal nix. Und dann auf die 5 plus, toter Diener. Jo. Dann. Darfst du aktivieren? Darf ich jetzt aktivieren? Und ich glaube, ich peile mal mit den Freunden hier. 3 Zoll. Schön rein. Schauen wir eben, die sind alle schön drin. Der kommt da auch noch mit rein. Der kommt da mit rein. Und die. Der kam hier rein, ne? Ja. Und die darüber? Nee, nur 4 Stück hier rüber. So, zack, zack, zack. Und die? Die da oben noch mit dran. So. Und dann aktiviere ich die auch direkt.
Man muss ja wenn du paar. Richtig. Dann sind insgesamt hier 8 Attacken und da sind wir dann bei 10 Attacken. Zack. Und machen wir erst die gegen deinen Dicken. Wo ist denn der Champion dabei? Weil Christa kriegt ja keine Attacke extra. Der Champion ist mit der Axt versteckt. Okay, ja. Dort. Ganz kriegt genau richtig. Dann kriegt er eine Attacke noch dazu. Okay, auf die 3, auf die 3. Auf die 4. Du kriegst minus 1 beim Treffen im Nahkampf auf das Viech. Ha! Warum? Weil er in den Regeln so steht. Ist das, Fell. Es ist plüschig. Ja. Es ist plüschig. Das hat nächstes Mal ich mal so ein schönes Fell hier rankleben. Plüsch. Ja, das war aber beim Verwunden. Also, war verwunden. Beim Treffen. Ne? Beim Treffen. Mann, auf die 4. Ja. Ja, so haben wir 6. Sind wir bei 4 Stück. Und wenn ich jetzt 6 habe, ist das doppelter Schaden. Und wir haben 2 Damage. Red? 1. Ich meine 4 ist safe. Auf jeden Fall so wohl. Okay. Und dann haben wir hier 4. 8. Genau. Da war der Faden. Kurzzeitig mal gerissen. Auf die 3. Auf die 3 dieses Mal. Sehr schön. Einsen darf ich leider nicht wiederholen. Ja, das sind 2 Stück. Brent minus 1, 2 Damage. Eine tödliche zurück. 2 Damage? Ja. So, die da. Eine Minute weiter nach, glaube ich. Warte, eine 2 vorher, ne? Ja. Gut. Eine tödliche, sagst du, ne? Ja. So, ja. Ja, glaube ich nicht, ne? Weil Banner Save von ihm. So, ich hatte mich gerade vertan. Es sind natürlich nur eine Wunde, die da durchgeht. Also, wenn du keine 6 gewürfelt hast, hast du nicht doppelten Schaden gemacht. Ganz genau richtig. Deswegen pro Treffer nur ein Damage. In dem Fall leider. Ich aktiviere die Manita. Die Manita, ja. Ich denke mal spontan gegen meine Ritter. Jo. Worauf triffst du? Auf die 3. Auf die 3. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Alle. Alle. 7 Stück. 7 Stück. Alter, Red minus 1. Red minus 1. 6, 7. Das heißt, ich habe einen 6er Safe. Joa. Einer ist gesaved. Dann haben wir einmal das Banner. Die 6. Alter Schwede. Und dann auf die 5. Ja. Ist sind einer tot. 2 Tote. Nein. Was? Sind jeweils 2 Schaden. Jeweils? 8 Lebenspunkte. Die machen 2 Schaden. Ogre machen standardmäßig 2 Schaden. Das ist blöd. Meine Reiter. Das gefällt mir nicht. Die eine hat am Anfang gesagt, auch nicht so gut. Ja, aber das waren deine Ogre. Ja. Egal, egal. Sie sind tapfer im Kampf gefallen. Ja, die haben eine Menge. Ach, du kannst ja nichts mehr aktivieren. Nee. Ich aber noch. Ja, deine Ogre. Also? Der geht dann also hier hin. Er geht dahin. Das wird noch was werden. 3 und 4. Auf die 4. Einsen wiederholen. Gott sei Dank. Ah, besser. Läuft. Auf die 3. 4 Stück. 4 Stück. Rent? Nein. Nein, dann habe ich meinen 5er Safe. Und 2 mit dem Banner auf die 6. Dann auf die 5. Ja, sind 4 Tote. 2. Ich vergesse es immer. 1, 2, 3 und 4. Gut. Das war doch schon. Das war's. Also ich kriege auch 2 Punkte, weil ich Missionsziel hatte. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Bravery-Test. Ich brauche keinen. Ich brauche keinen? Doch. Ich, nein, das war jetzt, so. Ich habe 4 verloren, ich habe ein Bravery von 10. Ja, minus 1 also für den Brüller. Alles unter 6. Läuft. Dann haben wir's. Ja, Roll-Off. Roll-Off. 5. 2. Tudum. Puh, das war wichtig. Sind wir bei Ogre. Zug 3. So, Ogre-Königreich oder Ogre-Königreich früher, Heldenphase. Tyrant, Bewegung. Mhm. 4 Zoll und die Manita. 1, 2. Ach, scheiße. Andersrum wäre besser gewesen.
Weil ich wollte eigentlich, aber naja, was soll's, meine ich ja. Die Würfel haben gesprochen. Richtig. So, ich kann den 4 Zoll bis hierhin. Zielst du auf meine Skelette? Ja, sogar so, dass ich die noch fein sehen kann. So, passt. Ja, ich kann die da hinten sehen und kann immer noch schießen. Egal. Kommt auch schon Dacker-Phase. Lieber schießen auf den Wraith Knight. Wraith King. King, Knight, alles das gleiche. Wraith Knight wäre schön. Ich will, ja, alles klar. Ich und Englisch. Auf die 3. Auf die 3. Zwei Stück, Red minus 1. Red minus 1, das heißt, ich habe nur noch einen 5er Safe. Ja, soll ich die nochmal würfeln oder? Da musst du selbst entscheiden. Ich schmeiß sie einfach nochmal, weil es kacke und so. Ja, dann war das mit dem Safe einmal nix. Dann die Standard auf die 6. Todloser Diener auf die 5. Nein, dann kriegt er. Wie viele Schadenspunkte? Das werden wir jetzt sehen. Wie viele hat er noch? 3. Wenn er eine 6 kommt, ist er weg. Nein! Tadam. Dann hat er noch 2. Sehr schön. Er schießt auf die Skelette. Ja. Auf die 4. Ja. Auf die 3. Zwei Stück. Zwei Stück. Red minus 1. Red minus 1. Das heißt, die haben keinen Safe mehr, aber die haben noch die Standarte. Die sind noch in 6 in der Reichweite. Das heißt einmal nicht. Und todloser Diener, weil innerhalb von 10 Zoll von einem General oder Helden. Und ja. Und es fallen 3 und 2, 5. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 5 meine so. Freunde. Ich schieß. Ich möchte mit der Blattfilter den King anvisieren. Okay. Und du möchtest die. Okay. Die opfern sich heroisch. 4 bis 6. Ah, eine tödliche. Das finden wir nochmal heraus. Auf die 5. Jetzt wohl. Nee, auf die 6. Und jetzt auf die 5. Aber noch ein. Das gefällt mir nicht. Truppen was verlieren ist nie schön. Was sagst du dazu? Dass ich zweimal nacheinander nach 1 für die Scheiße. überlegen. Die hab. Pune schieße ich auf deine Graveguard. Ja, auf die 4. Ja. Mhm. Auf die 3. Nein. Hm. Nahkampfphase. Ich versuche mit denen Peil. Mhm. Ja. 10 Zoll, dürfte drin sein. Sind drin. Hm. Ich aktiviere zuerst auch die. Mhm. Ah, und die Einsen darf ich wiederholen. Oh, schön. Zwei Einsen und eine 2. Ja. Hat ich mir auch sparen können. Einer. Läuft. Rent oder sowas? Ja, minus 1. Minus 1, das heißt 5. Nein, dann auf die 6. Nein, und dann jetzt auf die 5, bitte. Und tot. Heim to. Nein, ich sing jetzt. Nee, sonst kriegen wir nur D-Abos. D-Abos? Hallo? D-Abonnen? Ja, aber wird nach oben gehen, mein Freund. Ich soll wenn der Schwan singt, weißt du doch. Nein, ich mach das nicht. Ich mach das nur auf Dennis Geburtstag. Wenn er auf dem Samstag ist und ich dann hier bin. Herausforderung angenommen, Carsten. Und dann muss erstmal Dennis auf dem Samstag Geburtstag haben. Der ist ja auf dem Dienstag, also. Dienstag ist Tabletop-Abend, mein Freund. Dann nehmen wir aber nicht um. Ist doch egal, es gibt genug Augenzeugen. Ja, die sahen dann alle ein Träumchen. Ja. Ein Gedicht. Tu was für den Channel, gib ihm Likes. Weiter zum Spiel. Ja, du das sagst. Ach so, ja stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Worauf gehe ich denn? Gehe ich auf dein Plüschtier? Ich gehe natürlich auf dein Plüschtier. Und zwar... Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ja nicht meinen Chef rausgenommen. Nein, die der steht an den Ober. 1, 2, 3, 4. Gehen auf dein Plüschtier. Okay. So, das heißt, ich habe 2 jeweils Attacken. Sind wir bei 4, 8.
deswegen Plüsch nur auf die 4. Das ist schön. Und weil jetzt nicht mehr Plüsch zählt, auf die 3. Sind wir bei 3. Rent minus 1. Jetzt kriegt er dann 4 Damage, weil eine 6 okay, sind 2 und die beiden 4, 6 dann. Okay. Gut, dann 4 Stück hatte ich. Nein. Ja, ich hab ja noch 2. Da ist ja auch mein Scheffe mit drin. Das heißt, ich habe jetzt 5 auf deine anderen Lörisse. Die haben keinen Plüsch, also auf die 3. Plüsch safe. Aha. Witzig. Geil, oder? It's so fluffy. Sind 3. 6. Nein! 3 Stück, ne? Yep. Also, dort. Und er hat dann noch ein. Sehr schön. Waren ja 3 Damage. Bleib liegen. Ich sag dir, ist ja egal, du hast ja eh nichts mehr zum Aktivieren. Ich kann jetzt ziehen, wie ich möchte. Nein, du warst auf 1. Das sind einmal 3 Attacken und 4 für Kommandante. 4 Stück? Ja, wie Chef. Und der andere 3. Korrekt. Auf 4 Stück. Jo. Ist auch einer. Bestimmt Chef zu faul. Ja. Er ist nicht plüschig, deswegen. 5 Stück. 5 Stück? Haben die einen Rent? Nein. Gut, dann heißt ich habe auf die 5. Ja, läuft doch schon mal. Ja, das heißt quasi sind 4 Stücke saved. Einer nicht, weil innerhalb von 10 Zoll kein General ist und das Banner weg ist. Ist einer kaputt. 2. 2? Nein! Schwupp. Dann hatten wir das. Dann ist dein Plüschtier dran. Richtig. Die Ogre oben treten drauf. Auf die 4, auf die 4. Einer. Keiner? Kein Rent. Kein Rent. 5er Save. Nein. Wie viel Damage? Dann nehmen wir hier einen Bannerträger und einen normalen. So, und der Zandertast rammt auch nochmal rein. Auf die 3. Ja. Und jetzt, weil der schlechter geworden ist, gucke ich nochmal drüber nach. Bevor ich was Falsches sage, ist. Aber. Auf die 3. Carsten? Ja. Ich will dich ja nicht enttäuschen. Ja. Aber der Plüsch ist nur aufgemalt. Echt? Hat Steven mich verarscht? Mhm. Der hat echt nur aufgemalt. Ist nur aufgemalt. Und 2 Stück. Red minus 1. Red minus 1. 6. Komm schon! Tadam! Wie viel Damage? Ich meine, ist eh egal, 3. Weil beide tot sind. Ihr wart meine Hoffnung. Ja. Ja, ich kriege 3 Punkte dabei, hätte ich mir die 2 nicht weggenommen. Kriege ich schon. Nein. Warum? Ich halte doch meins. Ja, aber. Ja, oder das ist doch mir Latte. Nee, das ist für jeden Meteoriten. Ja, aber den halte ich nicht. Aber wir sind in Zug 3, dafür kriege ich 3 Punkte. Ja, ja. Bist du sicher, dass du den nicht hältst? Deine sind in 6 Zoll. Den ich umkämpfe dir mit. Ha, stimmt. Deswegen. Hast du recht. Jo, dann bin ich jetzt mal. Bravery. Genau. Für die Ogre? Nö, alles safe. Ich mach auch. Ach nee, ich muss ja kein. Du kannst nicht mal würfeln zum Wiederholen, weil du nichts wiederholen kannst. Ja. Doch, kannst du wohl. Bravery musst du nicht machen, weil die haben. Doch, kannst du wohl. Du hast 5 verloren. War nicht. Die. Fünf da stehen noch. Oder bin ich jetzt. Das ist tatsächlich richtig. Von den Beschuss von meinem Ogre. Ja. Das heißt, ich habe noch 10 plus 1, weil es mehr als 10 Modellen sind, bin ich bei 11. Dann ist egal. Ja. Da hatte du recht, ja, weil 5 plus 6 bist du weiter. Genau. Aber dann bin ich jetzt quasi in meiner Heldenphase. Und dann gibst du mir die Kamera oder möchtest du erst das würfeln? Ja, ich würfel mal eben, wie viele von meinen Skeletten wiederkommen. D6, 2. Ah ja, D6. Stimmt, die anderen waren ja, wie heißt das? Und dann bewege ich mal.